Hallo, ihr Quirlige! Saboteur Dringil ist an der Matrow und da ist die zerstörte Brücke in Richtung Ostsumpf. Es geht in dieser Episode in den Ostsumpf. Was brauche ich denn dafür? 10 Stück Schrott und 12.000 Eisenstücke. Da bin ich ja gut vorbereitet. Oh mei, oh mei, oh mei. 10 Stück Schrott. Ich habe das ganze Bankfach voller Schrott. Jetzt tu mal nicht so, Spiel. Lass doch irgendeinen Knecht bitte den Schrott vom Bankfach dorthin transportieren. Kann doch gar nicht so schwierig sein. Wie viel Schrott habe ich noch dabei? Ach, mir fehlt eins. Das ist nicht dein Ernst. Ah, hier, nimm das jetzt an. So, wiegt ja nix. Und dann werden wir den Ostsumpf rocken. Dringil vorne weg, ich hinterher. Ich schleife dann Dringils Leiche zurück nach Devil's Crossing zur Wiederbelebung. Ja, ich habe gerade noch ein bisschen Ruf gefarmt bei den Ordensleuten. Und bin jetzt nur noch ungefähr ein 1000er Ruf entfernt. Haha! Oh, das ist eine gefährliche Domäne, der Ostsumpf. Aha. Bin nur noch ungefähr 1000 Ruf entfernt von den entsprechenden höchsten Rängen. Und dann bin ich mal gespannt, ob das diese Queste hier... Ja, bestimmt. Die letzte Quest hat mir ja schon zu 1500 Ruf verholfen. Das wird bei der hier dann... Der Nachfolg- und Abschlussquest auch nicht weniger sein. Also ein Questchen noch. Und da gibt es den Ruf. Ansonsten, hier im Sumpf gibt es wahrscheinlich nicht so viele ätherische Heldenmonster oder ketonische Heldenmonster. Ne, Ketonia gibt es ja gar nicht. Deren Plättung bringt ja auch Rufzuwachs direkt. Ich bin gespannt. Wir müssen hier was suchen. Zum einen... Muss ich suchen den verborgenen Weg, Tempel der Drei. Aber da weiß ich halbwegs, wo der ist. Und dann suche nach Uroboruks. Suche nach Hinweisen zu Uroboruks Verschwinden. Ich habe die Quest ja noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, was das sein kann. Irgendeine Spur? Irgendjemand, der einem was erzählt? Seine Leiche werde ich wohl kaum finden. Ein Uroboruk lässt sich bestimmt nicht einfach so... im Ostsumpf von irgendwelchen Trollen zermalmen. Das glaube ich nicht. Ey. Also, bitte. Der Ostsumpf. Gibt es auch einen Westsumpf, wenn es einen Ostsumpf gibt? Hier grünzt was? Ach so, hier waren schon die Hexengötter. Ja... Aber ich glaube... Hilfe. Ich glaube, die lasse ich erstmal Hexengötter sein. Wir werden genug zu tun haben, hier in der Episode irgendeine Spur von Uroboruk zu finden. Und 15 bis dahin übersehene Geheimverstecke. Ey, ho, 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 ho. Gehen wir bloß nach Hause. Ach so, ich habe jetzt gar nicht geschaut... Ah, das ist doof. Ich müsste mal gerade mir anschauen und vor Augen führen, welche Geheimverstecke es im Ostsumpf eigentlich gab. Da gab es welche, glaube ich. Sonst mache ich hier möglicherweise Alarm und das ist gar nichts Neues. Moment mal bitte. So, jetzt habe ich's. In Quakes Quacks habe ich einen Geheimversteck gefunden. Im Sumpf selber gar nicht. Vielleicht entdecke ich ja noch eins. Wobei, es wäre mir lieber, wenn ich keins entdecken würde. Das hieße dann, dass ich vielleicht doch alle gefunden habe, die da sind. Aber wer glaubt das schon? Und selbst nach dem nochmaligen... hallo. Mach bumm. Überschütte mich mit lila Dingen. Na, hört doch mal auf, Leute. Da kommt ja einer nach dem anderen. Und der Hexendoktor heilt alle, oder wie? Nur Blödsinn. Eine Ugdenblume, super. Bauplan... Wo bist du, kleiner Arsch? Bauplan Flammenfadenschärpe. Flammenfadenschärpe, was soll denn das sein? Das ist irgendwas für den Feuermagier. Das braucht kein Mensch. Flammenfadenschärpe. Mhm.
Blödsinn. Das habe ich übrigens auch gelernt. Das hier. Nicht gelernt, aber ich habe es gefunden. Irgendwann, irgendwo. Edelstein des Runenvaters, Bauplan. Das kann sein, dass ich das in den Korban-Gebieten gefunden habe, weil das so hochstufig ist. Und Siegel des Pesthauchs. Das wäre gar nicht schlecht. Säureschaden, Giftschaden erhöht. Aber er wandelt physischen Schaden in Lebenskraftschaden um. Bin nicht sicher, ob ich das haben möchte. Müsste ich drüber nachdenken. Weiter geht's. Uroboruk. Wo sind deine Fußspuren oder sonstigen Spuren? Hey, Doktor. Was ist das hier? Ah, das ist Quakes Quacks. Oh, Scheiße. Ach, da muss ich sogar hin, oder was? War das nicht dieses Mega-Übel-Monster? Ach, hier ist Uroboruk. Wer bist du? Uroboruks Wächter. Scheiße. Wo bin ich denn hier? Ach, der ist halt doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Aha. Ah, der hinterlässt das Tagebuch Seite 2. Leute, was ist denn hier los mit euch? Wo kommt denn der? Ach, der ist noch ein Balrasar dazwischen. Irgendwo muss doch mal hier Ende sein. Danke. Der sah schlimmer aus, als er war. Umhang des Verderbens. Verderbers. So, und Notizen. Okay, das wird dann wohl hier das Ziel der Queste sein. Ich habe hier dieses Uroboruks Tagebuch Seite 1, habe ich jetzt schon mal, aber ich sammle es mal auf, damit es weg ist. Seite 2 und die Notizen. Ach, das war das Questziel. Okay. Dann schauen wir mal. Notizen, die anscheinend vom Nekromantenmeister Uroboruk zurückgelassen wurden. Okay, das sagt mir gar nichts weiter. Dann. Uroboruks Notizen gehören in die Kategorie Fraktionen. Uroboruks Tagebuch, Seite 1. Etwas Mächtiges kommt aus dem Jenseits. Seit einiger Zeit spüre ich, wie es sich nähert. Aber wie einen Traum oder eine entfernte Erinnerung hatte ich die Einzelheiten verloren. Bis jetzt. Ich kann fühlen, wie es sich irgendwo nordöstlich von Burwich durch den Schleier gräbt. Zweifellos wurde es durch den Mahlstrom der außerweltlichen Verderbnis angezogen. Ich wage zu behaupten, seine Natur entzieht sich sogar mir. Aber es ist weder Fleisch noch Geist. Ich muss herausfinden, womit wir es zu tun haben, und es gegebenenfalls wieder hinter die Barriere zwischen den Welten verbannen. Der Orden muss sich noch nicht mit diesen Angelegenheiten befassen. Das ist allein meine Aufgabe. Und wovon redest du? Seite 2. Für diesen Verrat werde ich die Knochen aus Tausenden herausreißen. Ich habe einen tödlichen Angriff überlebt und dafür teuer bezahlt. Ich habe eine große Schar von ketonischen Dämonen entdeckt. Zuerst dachte ich, sie wären die Energiequelle, die ich suchte. Also folgte ich ihnen. Als sie in Richtung Norden reisten, erkannte ich bald, dass sie es auf die gleiche Sache abgesehen hatten wie ich. Über den Sumpf machten sie sich auf den Weg zu den Klippen. Ich folgte ihnen und geriet in einen Hinterhalt, als mich plötzlich jemand von hinten angriff. Der Kampf war verheerend, und im folgenden Konflikt vernichtete ich Dutzende von ihnen. Doch mitten im Kampf umstellten mehrere Vorboten meinen Wächter. Zuerst glaubte ich, sie hatten vor, ihn zu zerstören. Aber als sie explodierten, strömte eine Welle von ketonischer Energie in mein Geschöpf und löste unsere Verbindung. Die lebendige Knochenmasse wandte sich mir zu, und ich wusste, dass die Vorboten einen Weg gefunden hatten, um mein nekromantisches Geschöpf zu verderben. Ich verstehe zwar noch nicht, wie sie zu solch einer Tat fähig waren, aber es war ganz anders als alles bisherige, was ich jemals bei den ketonischen Wesen gesehen habe. Wenn die Dämonen der Leere sich diese Macht in größerem Umfang zunutze machen können, wird sogar der Orden der Todeswache unterlegen sein. Es bleibt zu hoffen, dass das, was ich suche, eine Antwort auf die Bekämpfung dieser Dunkelheit sein wird.
Die Macht wächst mit jedem Schritt und wird andere anziehen. Ich muss mich beeilen. Wovon redet er? Irgendwas, was Ketonia anzieht. Ja, keine Ahnung, was er damit meint. Aber das war die Queste, richtig? Ich soll zu der Hüterin zurückkehren, ja. Das mache ich, aber vorher drehe ich noch den Ostsumpf mal auf links und gucke nochmal, was hier so zu machen ist. Und wenn ich damit fertig bin, dann geht es für euch im Video mit der Rückreise zu der Hüterin der Folianten weiter. Und es geht weiter mit einem Geheimversteck-Alarm. Ich habe was gefunden im Ostsumpf, da am Eingang von Craigs Cracks. Da kann man ganz locker flockig hier durchlaufen. Unfassbar. Unter der Brücke lang. Und findet hier ein Geheimversteck der üppigeren Sorte. Wow! Was man in diesem Spiel auch nach 200x Episoden alles noch entdecken kann. Unglaublich. Da ist jetzt natürlich nichts Besonderes drin, klar, aber es ist doch toll hier. Klasse. Noch ein Geheimversteck im Geheimversteck? Nee, oder? Nee, das wäre ja auch zu viel des Guten. Okay, ja, und weiter geht's mit der nächsten Entdeckung oder dem nächsten Questschritt. Und zwischendurch zum allgemeinen Amüsement noch ein Bosskampf im Tempel der Drei gegen, wie hieß der Typ hier? Das war doch so ein Ritter, oder? Der Wächter, genau. Bumm. Ich habe ein paar Lebenspunkte weniger jetzt, weil ich eine neue Medaille gefunden habe, aber die haut mir den Schaden pro Sekunde um 10% nach oben. Von 9000, knapp über 9000 auf knapp unter 10.000. Das war es mir wert, wenngleich ich bei Kämpfen wie diesem hier natürlich mich hauen lasse, ohne zu reagieren. Und jeden einzelnen Lebenspunkt vermisse. Ich muss dich häufiger angreifen, mein Lieber. Der macht ja böse Aua. Wo ist denn der? Da. Dotte mal ein bisschen schneller. Sag mir nicht, du bist gefressen. Du bist. Du besiegst mich da jetzt nicht, oder? Nein, das machst du nicht. Du bist viel zu freundlich dafür, um einen Gast wie mich hier derartig in. Wie nennt man das? Verlegenheit zu bringen. Das ist vielleicht die richtige Formulierung. Bumm. Ja, mach Bäuerchen. Gleich bist du hinüber. Noch zwei. Drei. Springe daneben. Und du bist hinüber. Jetzt komm. Jetzt mach mal nicht so ein Theater hier. Jawoll. So. Das war gar nicht so im Blindflug zu erledigen. Ich habe was gefunden zwischendurch. Ich habe gefunden das hier. Bauplan Relikt Vergessenheit ist ein Relikt für Leute, die mit Chaosschaden operieren. Also nichts für mich, aber schön, dass man es kann. Und das habe ich gefunden. Ring des ewigen Scheiterhaufens ist ein Ring für jemanden, der viel mit Feuerschaden operiert, was ich auch nicht bin. Schade. Achso, dieser Kram, der kann mal weg hier. So, und weiter geht's mit der nächsten sehenswerten Kleinigkeit. Und dann wollen wir mal berichten in der Ordensbastion der Hüterin der Folianten. Was wir herausbekommen haben, war deine Reise erfolgreich? Ich habe einen Teil von Uroboruks Tagebuch gefunden. Das ist eine schockierende Entdeckung. Bis jetzt hat niemand einen Hinweis auf Uroboruk gefunden. Offenbar hatte unser Meister mit den Ursprüngen des Grimdorn zu tun. An Ereignissen beteiligt zu sein, die die Welt verändern, ist für ihn nichts Neues. Sein Wächter wurde durch die Leere vergiftet. Und also, Errungenschaft, Follower of Uroboruk und Quest beendet und
genug Ruf, um auf die nächste Stufe aufzusteigen. Auf die höchste. Genau. Schön. Ketons Untertanen gefallen die Taten unseres Meisters anscheinend nicht. Was immer er tut, er hat die Ketonier mobilisiert. Ich habe jedoch wenig Zweifel, dass er seine Angreifer besiegt hat. Sollen wir ihn verfolgen? Nach jahrelanger Suche stellte sich heraus, dass unser Meister nicht gefunden werden möchte. Falls und wenn er sich für eine Rückkehr zu uns entscheidet, werden wir ihn mit großen Feierlichkeiten und Neugier willkommen heißen. Was hat der Orden als nächstes vor? Wie versprochen, werden wir mit unseren Verbündeten von der Schwarzen Legion gegen die Ätherischen und Ketonier kämpfen. Danach, nun, es bleibt abzuwarten, ob wir Erfolg haben. Aha, so sei es. Damit ist die Questreihe der... Nein, des Ordens der Todeswache abgeschlossen und ich habe jetzt Zugriff auf die höchste Kategorie. Das habe ich mir alles schon nicht gekauft. Bauplan Todeskordel ist offenbar noch irgendwie neu. Geisterstahl kenne ich. Gesegneter Stahl kenne ich. Gesegneter Wetzstein und Todes-Six-Gun. Her damit. Das kenne ich aber. Genau. Todes-Talien-Schutz und Todesblick. Die Proklamation habe ich auch. Und hier jetzt. Da ist... Ah, das brauche ich nicht. Bauplan Todesgurt und mächtige Berührung des Schnitters. Was ist denn das? Ein... was genau ist das? Eine Einhandaxt. Ach so. Ne, das brauche ich auch nicht. Aber kauf's. So, dann hätten wir hier ein paar neue Verbesserungen. Bindender Staub der Hüterin. Nee. Frostbrandschaden. Nee. Ätherschaden. Lebenskraftschaden. Kälteschaden. Blutungswiderstand wäre es für mich nicht schlecht, weil ich da noch unter Max bin. Auf Ringe und Amulette kann man das anwenden. Da ist überall schon was drauf bei mir. Kann man es auch auf Medaillen anwenden? Wäre zu überlegen. Geist, Berührungspulver, Kältewiderstand ist nicht so toll. Lebenskraftwiderstand, nee, auch nicht. Blitzwiderstand und Ätherwiderstand habe ich aber auch. Nö, allenfalls das hier wäre interessant. Ein bisschen mehr Blutungswiderstand. Kauf das mal. Kann man das auf ein Medaille anwenden? Nee, kann man nicht. Hm. Okay, war ja ein Versuch wert. So, lern das mal hier. Okay, Gerümpel weg. Schön. Ja, dann ist die Episode ja noch nicht so lang. Ich glaube, wir können da noch was machen. Ich mache jetzt mal weiter mit der ganzen Handlung. Schau mir die nächsten Gebiete an. Vielleicht entdecke ich noch ein paar Geheimverstecke und... Ach ja, richtig. Dann in Fort Icon angekommen, da stehe ich ja jetzt auch kurz davor. Da gibt es die Geschichte, dass man diesmal... dass ich diesmal Anasteria über die Klinge springen lasse. Weil es dafür eine Errungenschaft gibt und die würde ich mir gerne holen. Genau. Und vermutlich geht es damit gleich weiter. So, ihr Lieben, da ist Anasteria. Ich habe den Auftrag von Captain Reef, sie um die Ecke zu bringen, über die Klinge springen zu lassen. Zwei Klingen habe ich in der Hand, das sollte reichen. Deswegen diesmal die Entscheidung. Wir waren Freunde, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. So, ich vertraue euch nicht mehr. Bumm. Und angreifen. Bossmonster Anasteria. Errungenschaft, no exceptions, jawohl. Da ist sie. Anasteria ist weg. Und jetzt kann ich jetzt hier hinten runter oder so? Wann kommt man denn hier hinten rein? Anasteria bietet denen, die sie tot sehen wollen, keine Kopfgelder an.
Ja, irgendwie kommt man doch hier unten noch rein, oder? Hier bin ich noch nie gewesen. Vielleicht muss man die Quest erstmal abgeben. Es gibt, glaube ich, eine Folgequest, die ich noch nie gemacht habe, weil ich ja noch nie an dem Punkt war. Dann berichten wir mal Captain Reef. Hast du dich schon um die Hexe gekümmert? Ja, Anasteria ist tot. Gibt Erfahrung und Ruf bei der Schwarzen Legion. Gut, dass wir sie los sind. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Jetzt, da dieser arme Teufel tot ist, können wir unsere Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten. Hast du Lust auf Feldarbeit? Was braucht ihr? Es gibt Berichte über Kultaktivitäten in einem alten Grab in den Astrakhan-Bergen. Wir dachten immer, diese Gräber wären nichts als Ruinen. Aber was so viel Aufmerksamkeit des Kults von Keton anzieht, erfordert unser Handeln. Verlasse Fort Eiken in Richtung Süden und betritt Korvaks Grab. Erledige alle Blutschwurpriester und Untergangspropheten, die du dort findest. Das Grab befindet sich draußen. Ja, okay, das mache ich. Das ist die Queste Kultaktivitäten. Töte Kultistenpriester bei Korvaks Grab. Gut, dass ich da noch nicht gewesen bin in dieser Aufnahmesession und auch allgemein in diesem Spielbereich noch nicht. Aber hier, das unten ist ein bisschen merkwürdig. Von Anasteria verschlossen. Ich will da rein. Ich hätte gedacht, wenn man sie umhaut, dann kann man da rein, aber das ist offenkundig nicht der Fall. Nun gut, dann kümmere ich mich erstmal um diese Kultaktivitäten-Queste. Und dann seht ihr mich gleich wieder bei der Kultistenpriester in Korvaks Grab. Jagd 5 von 5. So, 4 von 5. Halligalli. 5 von 5. Das war's ja schon. Die erste größere Gruppe von Ketoniern hier in Korvaks Grab hatte schon genug dieser Zielmonster. Na, ich mache mal hier noch ein bisschen weiter und dann gucken wir dann in Fort Icon, wie Captain Reef auf diese außergewöhnlich gute Nachricht reagieren wird. Übrigens, Level Up hatte ich auch. Und Captain Reef sagt: Hast du dich um Korvaks Grab gekümmert? Ja, die Kultisten sind tot. Gibt Eisen und Ruf. Ausgezeichnete Arbeit. Wir wollen nicht, dass sie uns bei uns herumschnüffeln. Wer weiß, was sie dort unten hätten finden können. Korvaks Auge. Aber das wäre eine parallele Realität. Ich muss mal gerade in meine Rufübersicht schauen. Also. Devil's Crossing bin ich verehrt. Schwarze Legion verehrt. Bei den Verbannten bin ich jetzt feindselig. Hexenzirkel verehrt. Homestead war ich nämlich zwischendrin mal nicht mehr verehrt. Das habe ich durch ein, zwei Kopfgeldquesten dann wieder korrigiert. Durch irgendeine Queste muss ich Homestead Ruf verloren haben. Wer weiß aber welcher. Kümmers Auserwählte verachten mich. Aha. Und das hier sind die späteren Inhalte. Okay, gut. Dann ist das Video noch nicht so super lang, aber ich denke, hier ist es taktisch günstig, eine Stütze zu machen. Und weiter mit Dringils Aktivitäten im Akt 4 und dann Richtung Ugdenburg und Melmoth. Geht's dann weiter im nächsten Teil. Bis dahin!